herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue. Endstand 3:0. Ich begrüße die beiden Trainer, Tomislav Stipic vom FC Erzgebirge Aue und FCK-Chefcoach Kostas Roniajc. Es beginnen natürlich bei uns die Gäste. Herr Stipic, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Danke. Wir haben uns heute und hier viel vorgenommen. Wir wollten früh anlaufen, haben das auch die ersten Minuten, denke ich, gut gemacht. Und dann bekommen wir nach einem Eckball das schnelle Gegentor. Und dann schlich sich bei uns die Angst ein. Dann waren wir uns uneinig. Da hatten wir dann auf einmal nicht mehr den Plan, den wir mit ins Spiel genommen haben. Wenn wir vorne angelaufen sind, dann ist die Vierterkette zu weit in der eigenen Hälfte geblieben. Dadurch konnte der Gegner die Zwischenräume, die sich dann ergaben, bespielen, konnte aufdrehen, Tempo aufnehmen und mit Gleichzahl auf unsere Vierterkette antribbeln. Und das hat uns vor große Schwierigkeiten gestellt und vor vielen unerwünschten Situationen in der ersten Halbzeit. Wenn man dann 3:0 in die Halbzeitpause geht, wo man dann zwei Gegentore nach zwei Standardsituationen bekommt, ist man natürlich enttäuscht. Dann haben wir uns in der Halbzeit gesammelt, haben offensiv gewechselt, wollten ein Erfolgserlebnis erkämpfen, erspielen und wollten vor allem mutiger spielen. Und ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit dann noch ein Tick mehr angelaufen sind, dass wir vor allem dann auch versucht haben, Fußball zu spielen. Es ergaben sich drüben wie hüben Torchancen und natürlich sind wir enttäuscht, wenn wir heute und hier 3:0 verlieren, aber jetzt haben wir noch 6 Tage vor uns und der nächste Gegner Heidenheim und wir wollen uns bestens vorbereiten und wollen in diesem Spiel ohne Angst auftreten. Danke. Dankeschön. Kostas, dein Kommentar zum heutigen Spiel, bitte. Ja, ich denke, wir haben heute einen verdienten Sieger gesehen. Wir waren von Beginn an, von der ersten Sekunde an im Spiel drin, haben jeden Zweikampf angenommen, haben Aue das Leben sehr schwer gemacht. Wir haben sie sehr schnell gepresst, gut zugestellt und haben natürlich dann auch aus den Chancen, die wir sich ergeben haben, entsprechend Tore erzielen können. Das heißt, der Zugriff war da. Wir waren aus meiner Sicht überlegen und haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, bis auf eine Situation, als Aue eine Riesenchance hatte. Mit dem Kopfball haben wir an sich nichts zugelassen und großen Respekt an die Mannschaft, die trotz etwas schlechteren Platzverhältnissen versucht hat, auch unter Druck spielerische Lösungen zu finden und natürlich aber auch die Balance gefunden hat, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, was das Spiel nach vorne angeht. Wir waren mutig, wir waren entschlossen und haben uns dann auch in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Chance erspielt, erkämpft. Leider konnten wir dann aber kein Tor mehr erzielen und es war alles andere als ein leichtes Spiel heute. Aue hat uns das Leben schwer gemacht, sie haben dagegen gehalten, sie haben versucht, auch mit spielerischen Mitteln uns zu bezwingen. Das ist ihnen nicht gelungen, weil wir vor allem in der ersten Halbzeit ein hohes Tempo gegangen sind und sie mit entsprechenden entschlossenen Zweikämpfen aus dem Spiel genommen haben. Wir haben heute Abend Weihnachtsfeier, das freut mich natürlich umso mehr, dass wir nicht nur unsere Fans, sondern auch alle unsere Mitarbeiter mit einem Dreier beschenken konnten und werden uns jetzt mal richtig gut gehen lassen und 2 Tage frei ist die Belohnung.